Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu God of War Ragnarök. Im letzten Part haben wir herausgefunden, was unser Sohnemann hier so hinter unserem Rücken getrieben hat. Und zwar war er nämlich auf der Suche, Tyr zu finden und hat da ganz eindeutige Hinweise drauf, dass der gute Tyr vielleicht noch am Leben ist und sich in einer Mine bei den Zwergen befindet. Ah, gut, dass ich nochmal zur Seite geguckt habe. Er würde da gerne hin, Kratos ist noch nicht so ganz überzeugt davon. Wir schauen mal. Jetzt geht's erstmal zurück nach Hause. Das war so der Plan. Ich habe aber das Gefühl, wir kommen da bestimmt nicht sauber und sicher an. Rohleder, Herstellungskomponente und Hackesilber. So, dann gehen wir mal los. Schauen wir doch mal neugierig. Der Boden sieht hier rissig aus. Ja. Können wir irgendwas machen? Draufhauen? Irgendwas runterziehen vielleicht, was das dann kaputt macht? Das ist eine Abkürzung. Ich sehe da erstmal noch irgendwie eine Kiste, an die ich gerne ran möchte. Können wir da springen? Geht das? Nee. Junge, wo bist du jetzt hin? Junge? Hast du mich alleine gelassen? Wo ist er hin? Junge? Junge! Es geht wieder los. Fuchs hat schon wieder keinen Plan mehr, wo er hin muss. Ah, hier geht's vielleicht lang. Das sieht gut aus. Da können wir lang. Jo. Alter, Mann. Vielleicht soll ich doch den Quest-Wegmarker aktivieren. Aber nein, nein, nein. Wir schaffen das. Ich muss meinen Orientierungssinn noch mal ein bisschen schärfen, ja? Mein nicht vorhandenen Orientierungssinn. Junge, wo willst du hin? Ah, ich verstehe. Ja, warte. Bevor wir da hingehen, lass mich erstmal gucken, ob weißt wir irgendwie... Du, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Ja, wundert mich nicht. Kannst gehen wir erstmal nochmal. Schild kämpfen? Ist nicht mein erstes Mal. Wir versuchen es mal. Die Gefahr ist Räuber. Oh. Ich werde dich verprügeln mit meinen Fäusten. Bruder, ohne Schild kannst du nichts abwehren. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich meine Axt rausholen, den hier machen und dann so. Das war der Plan, den ich gerade hatte. Aber ich hatte ein bisschen Finger-Trouble, deswegen hat das nicht so ganz funktioniert. Oh, hier, hier, R3, 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 oh! Eieieiei! Hinter dir, Vorsicht! Jo, warte, warte, ausreißen! Oh. Darf ich erstmal deinen kleinen Kumpel hier platt machen? Geht er? Dankeschön. Jetzt kümmern wir uns um den Großen. Oh. Mein Eisding ist wohl noch nicht wieder. Nein. Noch nicht wieder ready. Bams! Das läuft ja mit dem Ausweichen langsam, ne? Oh, jetzt auch Ruhe hier, ne? Schön. Das war der Räuber-Anführer. Alles klar. Räuber Hotzenplotz am Start. So, ich will eigentlich darüber zu dieser Kiste. Die weckt immer noch Begierlichkeiten. Geht das hier weiter? Na, hier geht's irgendwie weiter. Dann warte mal, bevor wir abhauen, würde ich dann sagen, dann gehen wir doch mal wieder zurück. Denn da war ja dieser Sprung, den wir hätten wagen können. Den will ich dann auch mal machen. Nicht, dass wir da was verpassen, ne? Wie Kratos sich einfach so hochzieht. Hast du Füße irgendwie helfen? Was? Der wird sich einfach mit den Muskelarmen hochgezogen, ne? Ah, was habe ich denn da noch gefunden? Das ist die nächste Kiste. Hier sind überall Kisten. Ich will ran an die Dinger. Wie komme ich da ran? Ich will da ran, ich will da ran, ich will da ran. Ich gehe nur mal noch mal kurz gucken, bevor wir weitergehen. Aber ich glaube, da kommen wir aktuell noch nicht hoch. Nee, nee, gut, okay. Wir wagen jetzt mal diesen Sprung. Wagen jetzt erstmal den Sprung. Den Sprung wagen. Ja. Und los. Was ist da wohl drunter? Finden wir jetzt raus. Ah, wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Profit. Ja. Es ist wie früher, ne? Wunderschön.
Okay, ja, ein bisschen Klitterkram zerstören. Ihr kennt das ja schon. Wir können hier zwar nicht so cool wie in Elden Ring einfach nur durchrollen. Ne? Aber Kratos steht ja im Nichts nach. So. Nächste Kiste. Mal sehen, was wir da drin haben. Mimir, was hast du von Odins Angebot gehört? An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Ach, komm. Machst dir viel zu viele Sorgen. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Ich hätte nicht gedacht, dass es nur so eine Schatzkammer ist. Ich dachte, da geht's halt wirklich weiter. Aber nee, es war nur so ein... Nur eine Schatzkammer. Dann geht's jetzt hier unten weiter. Da waren wir ja doch schon auf dem richtigen Weg. Und wieder hinab. Hui! Okay. Dann arbeiten wir uns erstmal hier lang. Und hoch damit. Fast zu Hause. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Hm. Ja, wo er recht hat, hat er recht, ne? So. Wenn wir einen Weg fänden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden, mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tieren nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Klasse. Oh, ich sag dir, Kratos, Tür wird da sein. Also jetzt, wo wir das hier spielen, bekomme ich direkt Bock, hier Tyris Fratyr von Equilibrium zu hören, Alter. Damals, als sie noch gut waren. Tyris Fratyr. Grandioses Album, by the way. Wer es nicht kennt, Equilibrium, Tyris Fratyr. Gibt's auf Spotify. Passt hier wunderbar ins Setting. Da waren die noch gut. Da waren die noch gut. Damals. Vor vielen Monaten, als der Fuchs noch ein kleiner Welpe war. Zack. Zu Hause. Mann, hat aber lange genug gedauert. Ah, guck mal hier, Übungspuppen. Direkt mal üben. Hier drüben. Sindri. Warte, lass mich erstmal die Übungspuppen kaputt hauen. Die ich hier so teuer aufgebaut habe. Direkt zerstören die Scheißdinger. Gehen wir mal zu Sindri. Die zwei Zwerge sowieso, die waren im Vorgänger schon klasse. Und ich freue mich, dass sie wieder mit dabei sind. Sindri! So wahr ich hier stehe. Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht. Und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind doch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Das heißt also, ja, ihr seid unsere Lieblingszwerge. Aber von mir seid ihr sowieso die Lieblingszwerge. Nach euch, meine Freunde. Na, dann mal durch hier. Noch Kaffee? Ich hab noch Kaffee. Prost, meine Lieben. Wohin gehen wir? Zur saubersten Hütte in den neuen Welten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Damit meine ich niemanden persönlich. Kratos. Nach dem Vorfall mit Thor haben wir ein paar Räume für euch hergerichtet, bis ihr euren nächsten Zug geplant habt. Wir sind gleich da. Ja, hier ist Sindri, ist ein sehr Reinheitsverliebter, ein richtiger Reinheitsfanatiker. Und wenn du dann teilweise deine komplett blutverschmierte Axt bei ihm da auf den Tisch pfefferst, damit er sie verbessert, dann fässt er sie immer nur mit so Fingerspitzen an und so. Es war wirklich herrlich. Also das war grandios. So, dann mal durch. Ich bin auf die Hütte gespannt. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Leere mag. Großartig, Sinn. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Das Haus betreten. Na dann mal los. Wollte ich nochmal umgucken, aber... Kommt rein! Kommt rein! Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Also gut, die Schlafzimmer sind da, die Küche ist gleich dort. Hat jemand Hunger? Kratos? Hunger? Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe, nach Svartalfheim zu reisen, um Tyr zu retten. Tyr?
Am Leben? Ich meine das... Was? Schon gut. Ich hab's ihm erzählt. Alles? Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich hab auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. Kein Risiko. Alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Und du kennst einen Weg? Ja, tu ich. Aber es ist bloß da ist sehr viel Schlamm. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas ganz Bestimmtes deine Hilfe brauchen. Oho! Die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Hey! Nicht so schnell! Wie ist das reingekommen? Was bei Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn Smidas Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt so aus. Ist deine Schuld. Also los jetzt, besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey! Was geschehen ist, ist wohl geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Beginnt damit. Naja, das Schild, genau. Ziemlich ramponiert. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist mir sehr wichtig. Mal sehen, was ich tun kann. Und bis dahin, warum mache ich dir nicht etwas, um über die Runden zu kommen? Laden der Huldu-Brüder. Stell sie Rüstungen, Waffenaufsätze und Gegenstände mit gesammelten Ressourcen her und verbessern sie sie. Die verschiedenen Dienstleistungen des Ladens können Sie über die untere Navigationsleiste aufrufen. Schild verfügbar. Brock hat genug Material, um einen neuen Schild zu schmieden. Drücken Sie nach unten, um zum Schildmenü zu gelangen. Schild. Einmal rein und da sehen wir es auch schon. Ich habe gerade nur das Material, um eins davon machen zu können. Wenn ihr mir mehr Ressourcen bringt, dann sehen wir weiter. Also entweder dieses oder dieses. Abwehr. Ein Schild für Parade mit hohem Risiko und hoher Belohnung. Ein Schild zum Absorbieren von Angriffen und Zurückschlagen. Also ich bin ja... Hier musst du halt wirklich genau im richtigen Moment, ne? Ist nicht mein Ding. Wir nehmen lieber wieder das. Sind wir wieder ehrlich? Wir playen mal wieder safe. Auf geht's. Okay. Sieht aber nicht so geil aus. Steinmauern-Schild. Ein Schild der nach dem Vorbild der großen, vom Riesen Hirmtur gebauten Mauer in Asgard gefertigt wurde. Schützen Sie die Welten. Ich habe mir tatsächlich gerade selbst auch nochmal die Zusammenfassung von Ragnarök beim Mittagessen reingezogen, damit ich wieder auf Stand bin. Wie gesagt, gibt es ein schönes Video auf YouTube, das geht 15 Minuten. Da wird einmal alles zusammengefasst. Da ist auch diese Mauer ein Thema. So, haben wir gemacht. Rüstungen ansehen. Drücken Sie L2 oder R2, um den Reiter Rüstung aufzurufen. Doink. Brock kann maßgeschneiderte Rüstung für Atreus herstellen. Navigieren Sie mit nach unten zur Begleiterrüstung. Mach mal. There we go. Wenn der Junge unbedingt weiter wachsen will, sollte er sich regelmäßig neue Klamotten holen. Ja, das ist das Leid des Wachstums, ne? Rüstung herstellen. Zur Fertigung bereite Ausrüstung ist in der Liste durch Amboss-Symbole markiert. Stellen Sie jetzt neue Rüstung für Atreus her. Machen wir. Was haben wir denn hier? Das Brüdergewand. Eine Rüstung, die von den legendären Huldu-Brüdern mit viel Sorgfalt gefertigt wurde. Sie soll eine ihrer besten Arbeiten sein. Na dann, rein. Wunderbar. Eine Rüstung hatten wir ja. Gut. Ist auch ausgerüstet. Habe ich das Schild auch ausgerüstet? Mal sehen. Brustrüstung. Sind wir momentan ausgestattet mit Vidas? Vidas Armschienen.
Hier geht's wieder nur auf Stärke. Ich glaube, ich muss vielleicht ein bisschen mehr auf Verteidigung gehen, weil ich echt so kacke bin. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hin, okay? Ich nehme jetzt mal noch Vidas Armschienen dazu. Zack, eine Rüstung, die zusätzlich Bewegungsfreiheit an den Gelenken bietet. Ihre Machart ermöglicht dem Träger, Waffen mit mehr Kraft zu schwingen, was seine Stärke erhöht. Hier voll, ihr kennt es ja wieder, ne? Voll auf Hau drauf. So, dann haben wir noch die Hüftrüstung. Kann ich da auch Vidas Gürtel? Ah, ist nicht nur Vidas Hallen. Schönes Lied, schönes Lied. Gut, auch die nehmen wir. Hier haben wir wenigstens wieder ein bisschen Abwehr mit am Start. Herstellen. Dankeschön. Und direkt ausrüsten. So, dann haben wir das. Waffen eben nochmal gucken. Leviathan-Axt. Fimbulwinter hat unser Mädchen ziemlich mitgenommen. Gib sie her. Sie braucht dringend etwas Liebe von Brock. Klingt irgendwie ein bisschen falsch, ne? Aber ihr müsst halt verstehen, dass diese Zwerge auch unsere Leviathan-Axt hier geschmiedet haben. Wie kann ich die denn verbessern? Hier, Verbesserung. Achso, halten zum Verbessern. Sehr schön. Verbessert von Leviathan-Axt erfolgreich. Werte und Schaden erhöht. Das ist gut. Kann ich die Chaos-Klingen auch verbessern? Nö. Was mit meinem Schild? Ich muss es auch ausrüsten, ne? Das ist vielleicht der Trick. Ist es ausgerüstet? Okay. Was ist das? Hier haben wir noch nichts und verkaufen könnten wir Dinge. Artefakte, Ausrüstung und Ressourcen. Gut. Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden und in die Truhe gesteckt. Was würdest du nur ohne mich tun? Ich schaue mich um. Seh mir mein Zimmer an. Sag Sindri Bescheid. Ah. Das ist cool. Das ist hier so ein bisschen Borderlands-mäßig, diese Truhe, wenn wir unterwegs in einem Kampf mal einen wertvollen Gegenstand nicht aufgesammelt haben, weil wir nicht aufgepasst haben oder halt dran vorbeigelatscht sind. Hast du alles selbst gebaut? Wird das hier reingesammelt. Das ist cool, mal sehen, was jetzt drin ist. Das finde ich ganz nett, weil manchmal übersieht man halt mal was beim normalen Kampf. Wenn man natürlich jetzt irgendwelche versteckten Items nicht findet, klar. Irgendwas ist ja immer. Können wir noch ein bisschen quatschen? Und wie ist es unserem azurblauen Lieblingsgrobian so ergangen? Scheiße, wie nennst du mich? Vorzüglich! Ah, schön. Das Haus sieht wirklich ganz gemütlich aus, ne? Mit so einem Baum innen drin. Hier auch dann auf der Wurzel so eine Treppe reingeschlagen, nach oben. Ohne Geländer natürlich, meine absolute Oberhölle. Hier die kleine Leseecke, also die Küche sieht ja auch mal edel aus. Ha, ich wusste doch, dass du Hunger hast. Ich wollte nur mal die Küche bewundern, ich habe keinen Hunger. Hier los. Der Dunkel. Erstmal ein bisschen umsehen. Das sieht halt auch echt so gut aus. Wir sind grafisch einfach so weit gekommen. Wenn man überlegt, wo wir mal angefangen haben, damals. Hey, sieh mal. Ich komme sofort, lass mich nur irgendwas noch umgucken. Bewahren Sie wohl das Essen auf. Schön die Wahl zu haben, wenn ich hungrig werde. Schön in der Speisekammer chillen, ne? Bester Ort. So, ich hoffe, wie geht's hier weiter? Zufriedenstellend? Und bis jetzt alles bestens. Wie kommen wir zu den Welten? Wir brauchen nur etwas hinten aus der Werkstatt. Mir nach und bring den Kopf mit. Mach ich. Also, wo genau wird Tyr festgehalten? Er ist irgendwo in einer Mine gefangen. Mehr wissen wir nicht. Die Welt ist voll von Minen, wie ihr wisst. Ihr werdet es eingrenzen müssen. Oh, ihr solltet mit Durlin sprechen. Wer ist Durlin? Er ist ein Vetter von uns, sozusagen. Arbeitet an der Sicherheit der Stadt. Er sollte Zugang zu allen möglichen Informationen über Minen haben. Und er ist definitiv kein Freund von Odin. Darum hat deine Mutter ihn um Hilfe gebeten, als sie eine Rebellion anzetteln wollte. Bereit? Eine Rebellion? Wusstest du davon? Ich wusste es nicht. Ein Rebellenanführer, der Mutter kannte. Genau den brauchen wir. Ich glaube, ihr habt das... Tada! Tada verpasst. Ja. Naja, auch egal. Ich habe das im Handumdrehen eingeölt. Wir treffen uns vor dem Tor. Rebellenanführer? Durlin? Ha! Das ist weit mehr Ehre, als er verdient hat. Hm? Und du? Du erinnerst dich so an Dinge, wie auch immer sie dir gerade in den Sinn kommen, oder? Du vermutest wahrscheinlich, dass Durlin einfach nur darauf wartet, bis ein paar Streuner auftauchen und nach mächtig Ärger suchen. Was meinst du, Brock? Hilft er uns oder nicht? Oh, ignoriert mich.
Er steht dem alten Brock nun wahrlich nicht zu, meine Verwandten zu verunglimpfen. Diesen Schmutzfänger einmal ausgenommen. Das ignoriere ich. Schön, dann geht Dürlin besuchen. Seht selbst, wie gut das läuft. Aber seid gewarnt, er ist nicht die freundliche Art von Zwergenvolk, die ihr gewohnt seid. Er ist so stinkig, wie es nur geht und drückt sich komisch aus. Das klingt nach einer guten Vergleichsstudie. Ich wollte gerade mal sagen, weil so gut drauf sind die beiden jetzt auch nicht, ne? Aber gut, meine Lieben, es ist wieder soweit. Wir machen an dieser Stelle jetzt aber erstmal wieder einen kleinen gebührlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.